Antilopen Schutz in ihrer Anzahl. In einer größeren Gruppe ist es für ein Raubtier weitaus schwieriger, einzelne herauszusuchen. Eines der schnellsten Tiere der Welt zu sein, hat seine Vorteile. Mit einer Geschwindigkeit von bis zu 120 km pro Stunde bringt der Jäger seine Beute zur Strecke. Außerhalb der Gruppe befindet sich die Antilope alleine und ist dem Raubtier hilflos ausgeliefert. Leben ist besser, sicherer und macht mehr Spaß in der Gesellschaft anderer. Finde deine richtige Herde im icf-swb.de/smallgroup. Dort kannst du Kleingruppen suchen anhand Ort, Zeit, Tag und Interessen. Denn gleich und gleich gesellt sich gern. Pack die Gelegenheit an den Hörnern und melde dich noch heute für deine Smallgroup an. Einstiegsfrage zum Start an dich ganz persönlich. Eine ganz persönliche Frage. Wer von euch oder hättest du mal so richtig Bock drauf, so richtig arm zu sein? Mal keine Kohle zu besitzen. So, dass du sagen würdest, hey, meine besten Freunde, das sind diejenigen, die trifft man um 14 Uhr am Bahnhof mit einem Bier in der Hand. Das sind meine Kumpels, meine Kompagnons. Warum? Weil die haben auch keine Kohle. Also da gesellen wir uns zusammen. Für Urlaub ist für dich, wenn du nicht mit dem Zug irgendwo hinfahren musst, sondern wenn du mal beim Treppen mitgenommen wirst. Essen gehen kannst du dann, wenn jemand anderes dich dazu einlädt, weil eigenes Geld hast du ja nicht. Jetzt mal Frage an euch, gib mir mal ein Handzeichen. Wer hätte so richtig Bock, mal so richtig arm zu sein? Gibt es irgendjemanden? Paul? Paul? Guck mal, ich habe dir was mitgebracht, Paul. Das ist ein Stadtplan. Der geht direkt zum Bahnhof. Wenn noch irgendjemand, also ist ernst, ich habe geguckt, sind von hier aus 12 Minuten zu laufen, 850 Meter. Also, wer sagt, ich habe Bock auf so einen Lebensstil, der kann zu mir kommen, kriegt nachher noch einen Stadtplan in die Hand gedrückt. Okay, faktisch gesehen ist nicht eine einzige Hand hochgegangen. Keine Hand ist hochgegangen. Wer letzte Woche beim Alessio da war, der weiß, dass ungefähr 50% der Menschen, die hier im Raum sind, in keiner Small Group sind. Und die Frage, die ich dir persönlich stellen will, ist die: Wenn du sagst, du willst nicht arm sein, warum bist du dann nicht in einer Small Group? Warum investierst du dich nicht in eine Small Group? Jetzt kommt vielleicht die Frage auf, wie meinst du das? Was hat jetzt bitte schön Small Group mit dem Thema Armut zu tun? Du wirst eines Tages in den Himmel gehen und da wird Jesus sein und Jesus wird dir Lohn zuteilen. Wer war denn bei der Predigt vom Philipp da? Vor 2 Wochen war es. Ja, Großteil. Okay, der Philipp hat darüber gepredigt, dass wir Talente von Gott bekommen. Das sind die Dinge, die dir anvertraut sind, die du gut kannst, deine Talente, deine Persönlichkeit. Und dass du sie investieren kannst. Und indem, dass du sie investierst, wirst du Erträge generieren. Und aus diesen Erträgen heraus wird Gott zu dir sagen, hey, gut gemacht. Und das Ganze multiplizieren, dich in den Himmel schicken mit reichem Lohn. Oder aber dir das, was du schon hast, wegnehmen. Das bedeutet, wenn du reich in den Himmel gehen willst, wenn du ein Leben haben willst mit, ich sag mal, Überfluss, dann ist es für dich an der Zeit zu sagen, ich investiere mich in eine Small Group. Ich sage bewusst das Wort investiere, ich sage nicht, ich gehe, sondern ich investiere in eine Small Group. Und aus dieser Predigt raus ist es für mich tatsächlich so, dass ich mir Gedanken darüber gemacht habe, was sind so diese 2 Kerndinge, die dir fehlen, wenn du keine Small Group hast? Was fehlt dir? Warum kannst du quasi nicht zu diesem Reichtum kommen, wenn du nicht in einer Small Group, ich sag mal, gepflanzt bist, Teil einer Small Group bist? Das erste ist, du brauchst die richtigen Menschen um dich herum, die dein Potenzial schleifen. Ohne die richtigen Menschen um dich herum ist niemand da, der dein Potenzial schleift, der dich schleift, der dich dorthin bringt, dass du deine Talente, wenn du sie investierst, klug investierst, sinnvoll investierst, dass am Ende auch dabei Erträge bei rumkommen. Und das zweite ist, du hast keinen in der Gruppe, mit dem du dann deine Talente teilen kannst. Wenn du keine Menschen um dich herum hast, wenn du keine Small Group hast, Menschen mit gleichen Zielen und gleichen Werten, in wen willst du dann investieren? Wem willst du das, was Gott dir gegeben hat, wiederum teilen? Eventuell sogar auch in den anderen Menschen zu schleifen. Du beraubst dich aus irgendeinem Grund auch immer selbst. Ich weiß nicht, was der Beweggrund ist, aber es gibt irgendeinen Beweggrund, weshalb du dich selbst beraubst, dass du sagst, ich bin in keiner Small Group. Und das Bild jetzt von der Armut mit 14 Uhr am Bahnhof stehen, das war bewusst mal, ich sag mal, ein bisschen plastisch überzogen, noch den Stadtplan mitgebracht.
Aber ich habe es ganz bewusst genommen, weil ich dir zeigen will, dass dein jetziges Handeln Einfluss nimmt auf deine Ewigkeit. Also so wie du jetzt handelst, wird Einfluss haben, wie du deine Ewigkeit verbringen wirst. Und du kannst klug sein und investieren, dementsprechend irgendwann mal in der Ewigkeit absahnen. Oder du kannst, ich sag mal, weniger klug sein. Also das Wort D-U-M-M verwende ich jetzt nicht. Und am Ende mit wenig in den Himmel gehen. Das heißt, selbst Jesus bringt diesen Vergleich zwischen jemandem, der klug ist, der sein Haus quasi auf Fels baut, und jemandem, der dumm ist, der sein Haus auf Sand baut. Teil davon ist für mich die Entscheidung zu sagen, ich gehe in eine Small Group, ich investiere mich in eine Small Group hinein. Das ist der eine Grund, weshalb ich das platziert habe. Der andere Grund ist der, ich gebe dir ein Versprechen mit. Mit dem, was ich gerade eben gesagt habe, wirst du jedes Mal, wenn du irgendwo im Zug sitzt, im Auto sitzt und du wirst vorbeifahren, am Bahnhof, und dann wirst du entsprechendes Klientel dort sehen, wirst du dir immer die Frage stellen, Mist, warum bin ich noch nicht in der Small Group? Gemein, oder? Aber ich find's gut. Okay, vielleicht sitzen auch Menschen jetzt hier drin. Für uns ist Small Group eine Gruppe von Menschen, die sich regelmäßig trifft mit dem Ziel, Gott näher zu kommen, ihm ähnlicher zu werden, sich auszurichten. Und deswegen treffen wir uns regelmäßig, wir bauen Freundschaften, wir bauen Beziehungen, und das nennen wir Small Group. Das heißt, wir haben hier einige Small Groups im Raum, wir haben einige Small Groups in unserer Kirche, und wir haben das Angebot, so wie wir es hier auch gerade eben gesehen haben, dass du Teil von einer werden kannst. Genau, ganz kurz als Definition, falls du mit dem Begriff nichts anfangen kannst. Was ich jetzt gerne mit euch machen würde, ist, ich würde gerne mal in die Bibel reingehen und das Thema Small Group aus der Bibel heraus betrachten. Und dafür nehmen wir uns zwei Persönlichkeiten unter die Lupe. Es gibt einmal einen Petrus, den wir uns etwas näher anschauen werden. Und es gibt einen Johannes, den wir uns etwas näher anschauen werden. Warum? Weil ich ein gesamtheitliches Bild generieren will. Ich würde mal ganz gerne kurz den Paul auf die Bühne bitten und die Eva. Okay. Du darfst dich hier mit Startern. Du darfst mal kurz hier rüberkommen. Okay. Ich werde nachher auch versuchen, ein bisschen zu laufen. Genau, das heißt, wir haben hier nicht den Paul, sondern den Petrus. Und hier drüben steht nicht die Eva, sondern Johannes. Johanna, ich weiß nicht. Okay, Johannes. Warum habe ich die zwei ausgewählt? Also Paul habt ihr vorhin so ein bisschen als MC kennenlernen können. Eva vielleicht noch nicht ganz so sehr. Die zwei sind unterschiedlicher, kann man gar nicht sein, von ihren Persönlichkeiten. Paul ist ein Draufgänger, jemand, der gerne vorausgeht, der die Dinge durchbricht, einfach wild, ich lieb's, ja, voller Angriffslust. Und Eva ist jemand, einfühlsam, emotional, nimmt Stimmungen wahr, sucht die Nähe, und ich finde es so ein schönes Bild, ihr zwei. Ich habe sie jetzt bewusst nach vorne genommen. Und genau, einmal Johannes und einmal Petrus, dass es euch ein bisschen leichter fällt, wenn ich das Ganze gleich durchgehen werde, das zu verknüpfen. Das war's schon, danke euch beiden. Ja. Okay, das heißt, was wir sehen ist, dass Gott mit völlig unterschiedlichen Menschen arbeitet in der Bibel. Also da gehen wir nachher noch ein bisschen mehr rein. Für mich nur wichtig, dass ihr selber wisst, es gibt unterschiedliche Persönlichkeitstypen. Dementsprechend fällt dem einen das eine leicht, dem anderen fällt das andere schwer. Im Paul die Entscheidung zu treffen, in eine Small Group zu gehen, glaube ich, fällt ihm ziemlich leicht. Da drin auch mal was zu sagen, super easy. Für Eva wahrscheinlich etwas schwieriger, an einen neuen Ort zu gehen, Menschen, die sie nicht kennt, vielleicht zu irgendjemandem nach Hause, dann noch das eigene Herz teilen, sehr herausfordernd. Sie wiederum hat dafür andere Stärken, kann Menschen wahrnehmen, sieht, wenn es jemandem nicht so gut geht, was der Paul vielleicht an der einen oder anderen Stelle übersehen könnte. Ja, tatsächlich. So hat jeder von uns seine eigenen Stärken und Schwächen. Und wichtig ist auch hier, die Small Group ergänzt sich da drin gegenseitig. Und was bei Petrus und Johannes passiert, wir gehen mal in Lukas 4, Vers 38 bis 39 rein, ist, bevor sie Teil einer Small Group sind, fangen wir etwas weiter vorne an, ist es so, dass Jesus auf einmal auftaucht. Er war vorher nicht in ihrem Leben präsent, jetzt auf einmal taucht er auf. Von der Synagoge aus ging Jesus, das ist die erste Bibelstelle, wo ich gesehen habe, dass es quasi eine Begegnung zwischen Jesus und Simon, also Petrus, das ist sein Zweitname oder sein damaliger Erstname gab. Von der Synagoge aus ging Jesus in das Haus Simons, dessen Schwiegermutter hatte hohes Fieber, und man bat Jesus zu ihr, ihr zu helfen. Er trat zu ihr hin, beugte sich über sie und befahl dem Fieber, sie zu verlassen. Das Fieber verschwand und sofort stand sie auf und sorgte für das Wohl Jesu und seiner Begleiter.
Das ist eine mega Bibelstelle. Dann gibt es noch eine zweite Bibelstelle, die habe ich jetzt hier nicht mitgebracht. Also das ist quasi so mit diese erste Begegnung, die Simon mit Jesus hat. Stell dir das mal vor, wie krass das ist. Du gehst in den Gottesdienst wie heute, wie hierher. Deine Mutter liegt daheim mit Fieber, der geht's richtig dreckig. Und dann sagt irgendjemand aus der Kirche, hey, ich komme mit. Geht nach Hause, befiehlt dem Fieber zu gehen. Deine Mutter ist fit, steht auf und macht das Essen. Wow, was löst das in dir aus? Was würde das in dir auslösen? Was? Krass. Und dann sind die Jungs mit Jesus unterwegs, direkt die Situation danach. Und Jesus bittet den Petrus quasi aufs Wasser nochmal rauszufahren. Der war über die Nacht angeln, wie soll man sagen, mit dem Netz draußen quasi, um Fische zu fangen. Die ganze Nacht nichts gefangen. Und Jesus will sein Boot missbrauchen, um darauf zu predigen, damit er eine höhere Reichweite in die Menschenmenge rein hat. Und sagt, hey, kannst du einen Tücken rausfahren, damit ich zu den Leuten reden kann. Und er redet zu den Leuten. Und dann dreht er sich zu den Jungs und sagt, hey, geht nochmal raus und wirft eure Netze nochmal aus. Also der Jesus, der quasi gerade eben gesagt hat, Fieber geht und das Fieber geht, der befiehlt einem Simon, nochmal rauszugehen. Und der Simon antwortet zu ihm, boah, hey, wir haben die ganze Nacht nichts gefangen, aber weil du es bist, der mich fragt, deswegen werden wir jetzt nochmal rausfahren, die Netze auswerfen. Und was passiert? Sie ziehen die Netze ein und sie haben so viel Fisch, dass die Netze zu reißen drohen. Und was machen sie? Sie rufen ein anderes Schiff mit anderen Leuten drauf zur Hilfe, um diese Fische reinzubringen. Und am Ende steht sogar, dass so viel Fisch gefangen worden ist, dass das Schiff zu sanken drohte. Und dann befahl Jesus ihnen, folgt mir nach. Okay, du bist vielleicht hier und sagst, hey, das habe ich nicht erlebt. Aber ich glaube, dass Gott an diesem Ort ganz präsent ist. Und du merkst vielleicht, dass wenn du im Worship bist, also wenn wir hier unsere gesungenen Gebete haben, oder wenn jemand für dich betet, dass du was spüren kannst. Dass du in irgendeiner Form wie eine Präsenz spüren kannst. Oder du spürst vielleicht, dass wenn du hier bist und die Zeit mit Menschen verbringst, dass diese Zeit mit den Menschen aus der Kirche irgendwie anders ist. Qualitativ hochwertiger. Dass da drin irgendwas ist, was dich triggert. Vielleicht erlebst du auch, dass Gott zu dir spricht und eine neue Stärke in dein Leben reinhämmert. Dort, wo du einen Mangel an Identität hast, dass Jesus reinkommt mit Kraft, Identität und in dir was aufbaut, was vorher nicht da war. Vielleicht erfährst du auch seine Liebe hier als eine Art Geschenk. Dass du merkst, Gott schenkt sich dir selbst. Und dieses Geschenk passt genau zu dir, es passt genau in dein Herz und du spürst das, boah, Jesus beschenkt mich. Vielleicht aber auch ganz anders. Du bist hier und merkst, seitdem du regelmäßig herkommst, dass dein Alltag sich verändert hat. Dein Alltag, der völlig überladen ist mit To-Dos, wo lauter kleine Dinge sind, die du organisierst, strukturierst. Und dann merkst du auf einmal, oh, da wird mir einem To-Do geholfen. Hier fällt mir ein To-Do weg, hier fällt mir ein To-Do weg. Wie auf einmal Jesus reinkommt und anfängt in deinem Arbeitsalltag die Dinge abzunehmen. Und du spürst da drinnen, wie er dich liebt und dich in deinem Arbeitsalltag unterstützt. Und jetzt kommt dieser Jesus, der dir in irgendeiner von diesen Formen quasi begegnet, der hier im Raum ist, der jetzt aktuell mit uns hier drin ist. Das ist so schwer für uns, oder? Weil wir ihn nicht sehen können, weil wir es nicht vorstellen können, aber er ist trotzdem real, er ist hier. Das Einzige, was du vielleicht, oder, seht ihr die Flecken hier bei mir? Hier, das ist authentisches Papa-Dasein. 5 Minuten, bevor wir heute losgegangen sind, den Kindern die Zähne geputzt, was muss sein, flapp einmal rüber. Jetzt habe ich hier authentische Zahnpastaflecken. ist nun ein Indiz dafür, dass ich heute Morgen meinen Kindern die Zähne geputzt habe. Es war eine reale Situation, ich habe ihnen die Zähne geputzt und ich sehe nur einen Indiz. Es zeigt, dass ich real etwas getan habe. Und genauso ist es auch mit diesen Dingen. Du spürst ihn, du erlebst ihn, du siehst irgendwo so sein Handeln, du siehst sowieso einen Indiz. Und dahinter steckt er als Mensch, der da ist, als Gott. Jesus ist Mensch geworden und er ist Gott. Und er ist hier, um an dein Herz ranzukommen. Und du merkst diese Indizien. Und er spricht in dein Herz. Und was er jetzt macht ist, gehen wir in die nächste Bibelstelle rein. Markus 3, Vers 13 bis 14. Jesus stieg auf den Berg und rief die zu sich, die er bei sich haben wollte. Was ist das für ein Statement? Jesus steigt quasi auf einen Berg, auf einen erhabenen Ort, einen abgesonderten Ort und rief dich, dich zu sich, weil er dich bei sich haben möchte. Sie traten zu ihm. Und er bestimmte 12, die er Small Group nannte, sie sollten ständig bei ihm sein. Im Original steht Apostel. Genau, die er nicht Apostel, sondern die er Small Group nannte.
Ey, das war der Start von Jesus seiner Small Group. Er ist hingegangen und er hat sich bewusst, er hat nicht einfach nur random irgendwo, okay, hey, komm, wir nehmen die erste Reihe, 1, 2, 3, 4, nee, sondern er hat sich hingestellt, da waren tausende von Menschen und er ist hingegangen und hat gesagt, hey, du und du, ihr seid meine Small Group. Er ist bewusst hingegangen und hat eine Entscheidung getroffen. Und du bist Teil seiner Entscheidung, heute Morgen, so wie du hier sitzt. Jesus hat sich für dich entschieden. Und er hat gesagt, er fordert dich auf und sagt, hey, werde Teil meiner Small Group. Ich rufe dich bei deinem Namen. So wie du heute Morgen hier sitzt. Und das Schöne da drin ist, egal mit welcher Persönlichkeit, ob du ein Petrus Paul bist oder ob du eher eine Johanna, also eine Eva, eher von der Persönlichkeit her bist, der emotionale Part, der zurückhaltende Part, egal wo du dich in dieser Spanne befindest, Gott ruft dich. Das ist so schön, dass wir das sehen dürfen in der Bibel. Jesus geht nicht nur hin und holt sich einen Charaktertypen. Er holt sich nicht nur Johannes, 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 Johannes. Nein, er geht hin und sagt, ich hole mir einen Johannes. Ich hole mir jemanden, der einfühlsam ist, der emotional ist. Und er geht hin und sagt, ich hole mir einen Löwen in meine Mannschaft, der vorausgeht, der willens ist zu kämpfen. Und dann sind da zwischen noch 10 andere Jungs. Die kann man irgendwo in diese Reihe einbauen. Und genauso auch dich. Das ist so schön, dass Jesus sich 12 genommen hat, um dir ein Bild dafür zu geben, dass er dich haben will. Dich mit deiner Persönlichkeit. Und ganz oft ist es so, dass wir denken, ja, aber ich bin nicht so wie. Ich bin nicht so wie der. Ich habe das nicht, ich bin das nicht. Und halten uns deswegen manchmal aus Gruppen zurück. Und was Jesus sagt, nein, genau deswegen will ich dich da drin haben. Weil du eben diese Ergänzung bist. Weil du nicht so bist wie, sondern weil du bist. Und du bringst Dinge mit, die kein anderer mitbringt. Und die Small Group braucht dich in deiner Persönlichkeit. Es fehlt sonst ein Teil. Stellt euch mal vor, Jesus wäre nur hingegangen und hätte nur Petrus genommen. Boah, was hätten wir für eine Apostelgeschichte? Wahrscheinlich ein Waldbrand, alles geht ab und danach ist nichts mehr da. Oder stellt euch mal vor, wir hätten nur Johannes, nur Evas gehabt. Was wäre dann passiert? Die Hammergemeinschaft schlechthin. Small Group hoch 10. Alle bleiben bei sich. Aber das Land wird nicht eingenommen. Ihr seht, wir brauchen diese Ergänzung. Wir brauchen dieses Miteinander. Und wir brauchen dich. Eine Small Group braucht dich, so wie du heute Morgen hier sitzt. Und die Frage, die ich an dein Herz stellen will, ist, was hast du zu verlieren? Jetzt mal ganz im Ernst. Was hält dich davon auf? Was ist es? Angst? Was hast du zu verlieren? Faktisch gesehen, wenn ich es dir auf haptisch runterbrechen würde, dann wäre es vermutlich ein Abend. Du gehst irgendwo hin, gefällt dir nicht, okay, gut, einen Abend verloren, mehr hast du nicht verloren. Die Hürde dazwischen sind irgendwo die Emotionen. Irgendwo, ich sag mal, eine Angst vor Schmerz. Schmerz, vielleicht abgelehnt zu sein, Schmerz, vielleicht nicht Teil von dem zu sein, Angst vor dem Ungewissen. Kennt ihr den Spruch? No gain, no pain, no gain. Handzeichen, wer kennt? Okay, die Fitness, also aus der Fitness raus. Kein Schmerz, kein Wachstum. Wenn du nicht ins Fitnessstudio gehst, ich war jetzt eine Woche auf Kreuzfahrtschiff, ich habe so viel in mich reingefuttert. Der Alessio hat gesagt, wenn man vom Urlaub zurückkommt, nimmt man ein Volumen zu. Ich weiß, wovon er spricht. Und dann ich sage, hey, wenigstens einmal, ja. Und meine Frau hat mich auch noch angeheizt. Sport machen. Und dann habe ich da richtig intensiv Sport betrieben. Und ich kann euch sagen, das tut weh. Das tut jetzt auch noch weh. Ich spüre das, ja. Das liegt hier oben überall in meinen Muskeln. Warum? Weil ich trainiert habe. Ich musste in den Schmerz reingehen, damit sich was verändert. Wenn ich keinen Schmerz habe, komme ich nicht in der Veränderung. Deswegen, wenn du nicht bereit bist, in diesen Schmerz, in dein Leben hineinzutreten, zu sagen, okay, ich öffne mich mal, ich gehe mal an einen fremden Ort, ich probiere mal etwas Neues aus. Wenn du nicht bereit bist, da reinzusteppen, dann wirst du ein Leben lang genau an dem Punkt bleiben, wo du jetzt bist. Du wirst dich nicht verändern. Nur durch den Schmerz, einfach in diesen Schmerz hineinzusteppen. Und am Ende finden wir raus, so schlimm ist er gar nicht. Und mancher fühlt er sogar sich echt gut an. Für mich fühlt es sich gut an, die ganze Zeit zu spüren, ah, ich habe was getan, ja, ich habe was Gutes für meinen Körper getan. Ja, ich habe gefuttert wie so ein Löwe quasi, aber ich bin im Fitnessstudio gewesen und das tut meiner Seele gut und ich spüre, dass ich was Gutes getan habe. Und eine Sache, die ich persönlich extrem krass finde, bei mir selber jetzt zu beobachten ist, ich war jetzt ungefähr, ich würde sagen, 2 Monate, 2,5 Monate nicht mehr in der Small Group. Warum? Weil ausgefallen, dann wenn ich konnte, konnten die anderen nicht. Dann waren wir im Urlaub und so eins nach dem anderen, ein Happening nach dem anderen ist da reingekommen, so 2,5 Monate ungefähr.
war ich nicht mehr in der Small Group. Darf ich dir was sagen? Es trennt mich emotional von der Kirche. Ich merke den Unterschied. Ich merke, ich war jetzt auf dem Schiff, wenn ich mir über Alessio Gedanken mache, wenn ich mir über die Church Gedanken mache, ich merke, ich mache mir auf einmal auf eine andere Art Gedanken. Das war echt für mich schockierend. Vor meinem Urlaub noch, also ich bin gerade voll im Businessleben drin, merke ich, dass die Prioritäten auf einmal wandern, dass das Denken wandert. Ja, dann denke ich mir viel mehr über Business, als ich sonst auch noch über die Kirche nachgedacht habe. Das ist was, was mich selber schockiert hat. 2,5 Monate nicht in der Small Group und zu sehen, wie meine Emotionen wandern, wie mein Verhalten wandert, wie mein Denken wandert. Und jetzt will ich dir eine Frage stellen. Wie willst du, dass diese Kirche zu deiner Kirche wird, wenn du nie zu einer Small Group gehst? Heute Abend ist zum Glück Small Group, das heißt, ich kann neue Kirche tanken, ich kann Gemeinschaft tanken, ich freue mich schon tierisch drauf. Aber wenn du nicht die Entscheidung triffst, zu sagen, ich gehe in eine Small Group, dann gebe ich dir ein Versprechen. Ich gebe dir ein Versprechen, mit dieser Kirche wird nie zu deiner Kirche werden. Du wirst immer nur Besucher bleiben, du wirst immer nur Zuschauer bleiben, du wirst hier drinnen nichts verändern, du wirst nichts mitgestalten, du wirst keine Veränderung mitbringen. Und dann sitzt du hier drinnen und weißt, was das Schlimmste ist? Du wirst zum Konsumenten. Das ist wie zum McDonald's gehen, ohne sich je zu bewegen. Du wirst geistig gesehen fett. Was passiert? Du wirst träge. Du musst ins Fitnessstudio, du musst das, was du reinbringst, auch irgendwo wieder in den Output rausbringen. Und dafür braucht es eine Small Group. Es braucht eben diese Dinge, dass es dich schleift und dass du das Potenzial von anderen Menschen mitschleifst. Ich habe mir vorhin extra den Rucksack geklaut. Genau, ich habe diese zwei Dinge, die wollte ich, also greife ich zum Ende der Predigt nochmal auf. Dieses eine Thema, das Thema, dass du von anderen Menschen geschliffen wirst. Das packen wir jetzt mal hier rein. Ja? Und das andere Thema, dass du andere Menschen schleifst mit deiner Persönlichkeit, deinem Charakter. Das packen wir auch hier rein. Jetzt nehmen wir den Rucksack, legen den nochmal hier hinten, weil ich will die zwei Punkte nachher zum Anschluss nochmal aufgreifen. Okay. Ich liebe es hier vor euch zu sein. Ich muss wirklich sagen, ich habe so im Vorhinein gesagt, hey Jesus, gib mir Liebe für die Menschen, die hier drinnen sitzen. Gib mir Liebe für euch, dass ich das Ding hier nicht nur durchhämmer, dass es gut aussieht, sondern mit einem liebevollen Herzen. Warum? Weil ihr es wert seid. Und das ist das, was wir als Kirche hier transportieren wollen. Das ist das, warum tanzt hier die erste Reihe? Warum geben hier die Menschen so viel Herzblut rein? Du bist geliebt. Jesus liebt dich. Und wir lieben es, dich in einer Small Group zu haben. Und wir kämpfen hier und ich kämpfe hier vorne. Mit deinem Herzen ringe ich. Warum? Weil wir dich in der Small Group brauchen. Wir wissen, wenn du nicht in der Small Group bist, dann wirst du nicht etabliert sein. Dann wird sich das Ganze nicht aufbauen. Du wirst dich nicht aufbauen. Und es macht mich persönlich traurig. Macht mich traurig zu sehen, wenn Menschen kommen, Sonntag für Sonntag für Sonntag, nie Teil einer Kleingruppe werden und immer dort stehen bleiben. Wenn ich mir mein eigenes Leben anschaue, vor ungefähr 2 Jahren, als wir hergekommen sind, zu jetzt, bin ich schockiert. Ich bin schockiert über das, wie ich damals vor 2 Jahren gedacht habe. Und wie ich mich entwickelt habe. Aber das ging alles nur über die Zeit, die ich aktiv mit den Menschen hier aus der Kirche verbracht habe. Hätte ich diese Zeit nicht gehabt, hätte ich diese Entwicklung nicht gehabt. Und dann denke ich mir, boah, Mann, was verpasst du alles, wenn du dich entscheidest, einfach hier drüben zu bleiben und nichts zu tun. Komm aus deinem Herzen raus, triff die Entscheidung. Sag einmal, komm, ich gehe diesen Step, ich melde mich an und ich probiere es einfach mal. Warum, was habe ich zu verlieren? Einfach nur einen Abend, mehr nicht. Und ich fand das Bild von so schön, dieses, Tatjana war es, glaube ich, ja? Dieses geschlossene Auftreten im Gemeinschaftlichen. Wir sind ja gerade in der Bibel quasi drin, in der biblischen Zeit. Und wer war damals in der biblischen Zeit das vorherrschende Volk? Wer weiß es? Die Römer, ja, hier, Puls raus, die Römer. Ja. Okay, die Römer waren die vorherrschende Macht. Und immer wenn etwas stark ist, kannst du etwas beobachten und dir die Frage stellen, warum ist diese entsprechende Stärke vorhanden? Mal die Frage an euch, was denkt ihr, was hat die Römer militärisch mit so erfolgreich gemacht? Einheit. Einheit, yes, da Mani, sehr geil, ja, was noch? Staat? Straßen, ja, genau. Sehr gut, also schnelle Mobilität. Wie hat sich die Einheit ausgedrückt? Auf dem Kampffeld, weiß das jemand? Ja, Mann, ja, das Stichwort, Schildkrötenformation. Ja, ich habe schon die Schildkröte notiert. Ja. Sehr gut.
Was haben die Römer anders gemacht als andere Völker, was denen so eine Stärke mit verliehen hat? Sie haben eine Formation gebildet in einer Einheit. Jetzt stellt euch mal vor, die Römer, die sind Richtung Norden marschiert gegen die Germanen und die hatten lange Zeit sehr erfolgreiche Schlachtzüge gegen die Germanen. Also wir. Und das Krasse ist, wenn du dir das als Römer vorstellst, du bist quasi anderthalb Köpfe kürzer und da kommt so ein Typ, völlig bemalt, irre, krank, brüllend, 10-mal stärker als du und will mit dem Schwert dich totschlagen. Im One-on-One, im 1 gegen 1 hast du verloren. Das sind damals furchterregende Gestalten gewesen, also auch für die Römer. Warum? Die Römer waren einiges kleiner, weniger maskulin, weniger breit gebaut und die Germanen kamen mit ihren Berserkern und sind da durch. Boah. So, und jetzt kommen die Römer und haben eine simple Strategie mitgebracht und die Strategie lautet Einheit, Schildkrötenformation. Die haben ihre Schilder nach vorne gerichtet, die erste Reihe. Die Reihe hinten dran hat das Schild nach oben drüber geschlagen. Das heißt, ich war gesichert vor Steinschlägen, vor Pfeilen, vor Dingen, die geworfen wurden. Und ich konnte nach vorne gerichtet kämpfen mit dem Schwert. Wie haben die Germanen agiert? Wie die Wilden sind die einfach alle einzeln drauf. Die sind einfach nur draufgerannt und haben draufgeschlagen auf diesen Haufen an Schilde. Was ist passiert? Immer wieder durch diesen Spalt der Schilde kommt ein Schwert durch, zack. Germane fällt, Schritt nach vorne, zack, Germane fällt, Schritt nach vorne. Und was mega, mega intelligent war an dieser Strategie war, die hatten in dieser Formation drin auch noch ein paar Möglichkeiten zu agieren. Das heißt, stellt euch mal vor, da drücken zwei Feldheere komplett aufeinander, Mann gegen Mann, alles presst ineinander. Du bist quasi dem anderen Stirn an Stirn, das Einzige, was dich trennt, ist dieses Schild. Du hast kaum die Möglichkeit, irgendwie zu agieren, zu stechen, zu handeln. Wisst ihr, was die Römer gemacht haben? Mega intelligent. Ultra intelligent. Da muss man erstmal drauf kommen. Ne? Einer ist einen Schritt zurückgegangen. Was ist dadurch passiert? Es gibt eine Lücke. Was passiert mit der Lücke? Automatisch, wenn die Germanen da reinpressen, dann dutzen Germanen da rein. Und der rechts und links, die wussten Bescheid, dass der eine einen Schritt zurückgeht. Was haben die gemacht? Jetzt hatten sie freie Stichfläche, konnten nach rechts und links reinhieven und die haben von hinten wieder nach vorne gedrückt, die Lücke zugemacht. Also es ist ziemlich grausam, aber es ist die Realität, meine Freunde. Okay, ich bin in meinem Element. So ist es auch im Bereich Small Group. Wir treten dem Feind gegenüber als eine geschlossene Formation auf. Und du hast jemanden, der ein Schild über dich hält, damit es dich nicht erwischt. Du hast rechts und links neben dir einen Mann, die dicht machen. Nach hinten hatten die Römer keine Rüstung. Die waren alle nur nach vorne gerichtet. Das heißt, wenn jemand von hinten kam, offene Flanken, du warst tot. Aber nach vorne gerichtet, alles nach vorne gerichtet. Rechts und links von dir Männer, die dich beschützen, Frauen, die dich beschützen, die gemeinsam mit dir einstehen. Was konntest du dann machen? Du kannst einen Schritt zurückgehen und zuschauen, wie der Feind vor dir fällt. Du kannst zuschauen, wie von rechts und links gebetet wird. Ein Sturm kommt in deinem Leben, Probleme kommen in dein Leben. So damals wie bei uns, als wir Teil dieser Kirche geworden sind, wo wir eine drohende Fehlgeburt hatten, wo so eine Situation in dein Leben reinkommt und die drückt dich nach hinten. Und dann konnte ich mal Alessio schreiben, Alessio hat den Jungs geschrieben und auf einmal waren vor rechts und links Gebetshebel da. Die haben die Situation ausgenockt. Und die Ärztin hat uns danach gesagt, das, was wir erlebt haben, war nicht natürlich. Es war übernatürlich, wie dieses Kind quasi nicht auf die Welt gekommen ist. Und dann kann ich wieder zurück in die geschlossene Formation gehen. Und irgendeiner von den Jungs hat irgendein Problem, geht eins zurück, dann baller ich damit rein. Woo! Ja. Auch noch mega, mega intelligent in dieser Formation, was ich richtig cool finde. So ein Kampf ist ja extrem anstrengend. Also körperlich mal alles reingeben. Habt ihr mal geboxt? Du bist innerhalb von 10 Sekunden platt. Also das geht brutal schnell, dass du keine Energie mehr hast. Und noch viel krasser ist es, du trägst eine Rüstung, du trägst ein Schild, du trägst ein Schwert. So ist es, wenn du im Kampf bist, wenn deine Lebensstürme kommen, die Situation kommt. Und das Coole bei den Römern war in dieser Formation, was auch ihnen eine Stärke gegeben hat, ein Soldat hatte die Möglichkeit, sich auch komplett nach hinten durchzuziehen. Also quasi hinter dir steht ja einer, du sagst ab nach hinten oder der sagt quasi ab nach hinten, dann nimmt er das Schild runter, nimmt deine Position ein und du kannst, während die anderen im Kampf sind, kannst du dich nach hinten begeben, einmal durchatmen, sagen so Jungs, ich bin wieder ready, ab, ich gehe mit nach vorne. Und dann arbeitest du dich durch deine eigenen Reihen, kommst wieder vorne an.
Und damit haben die, das ist echt verrückt, was die damit mit dieser Systematik, das ist wie so ein Bollwerk. Und schön, was der Mani vorhin gesagt hat, die Kraft dahinter war diese Einheit, das Zusammenstehen. Und damit haben sie Land für Land, Region für Region eingenommen. Auch mit vielen unschönen Dingen, aber ich finde das eine schöne Analogie. Okay, und wenn du jetzt hier drin sitzt und dir selber auf die Schulter klopfst und sagst, ja, yes, ich bin Teil einer Small Group, dann habe ich auch für dich noch eine Bibelstelle mitgebracht. Und noch mehr Römer, nein, Spaß. Okay, Markus 3, Vers 14 bis 15. Und er wollte sie aussenden, damit sie seine Botschaft verkünden und in seiner Vollmacht Dämonen austreiben. Das ist direkt die Bibelstelle, nachdem er quasi gesagt hat, das sind meine 12. Was macht Jesus? Er sendet einen Befehl. Er sagt nicht nur, seid Teil deiner Small Group, sondern bewegt euch. Geht nach vorne, seid aggressiv, seid nicht passiv, sondern seid aggressiv. Nehmt Land ein. Und Jesus fordert dich auf, wenn du hier sitzt, sagst, ja, ich bin Teil einer Small Group. Komm raus aus Passivität. Wenn du Woche für Woche dahin gehst und sagst, oh, ich habe eine schöne Zeit, ich schlage die Beinchen hoch, ich fresse die Chips mit, die Gummibärchen, yes, ist, ja, ist schön angenehm, einfach eine schöne Zeit verbringen. Und der einzige Unterschied, ob du da bist oder nicht, ja, der einzige Unterschied, den man quasi merkt, hey, warst du da in der Small Group oder nicht, ist, hey, wir haben mehr Gummibärchen. Wenn das der einzige Unterschied ist, dann ist es traurig. Hey, okay, ich sage jetzt keine Namen, aber jetzt mal angenommen, hey, der Ben war nicht da, wow, geil, es sind mehr Gummibärchen da, das ist das Einzige, woran man merken würde, ob du da warst oder nicht. Hey, es ist tatsächlich leider die Realität, dass oft so schnell Passivität entsteht, die dazu führt, dass du nur noch da bist, um zu konsumieren, nur noch da bist, um entertained zu werden. Und wozu ich dich jetzt auffordern will, ist zu sagen, wenn ich deswegen auch nicht nur, ich bin Teil einer Small Group, ich investiere in eine Small Group. Ich bin proaggressiv. Das heißt, zum Beispiel, was ich habe bei mir Menschen aus meiner Small Group auf meiner Gebetsliste. Dieses Römer rechts und links zustechen. Ich habe Menschen auf meiner Gebetsliste. Jeden Tag, wenn ich arbeite, bete ich für diese Menschen mit. Und wenn es auch nur kurz ist, ich bete für diese Menschen mit. Warum? Weil mir die Menschen wichtig sind. Ich möchte die Menschen gern haben, weil ich nicht passiv werden will. Ich will nicht, dass ich irgendwann mal passiv werde und dass ich mich zurücklehne und die ganze Welt mir aus den Rudern schwimmt und ich dann denke, wow, was habe ich getan? Sondern ich will aggressiv dabei sein, einen Unterschied in meiner Small Group zu machen. Dann auch noch ein Tipp, wenn du sagst, wie vorbereiten, Input mache ich nicht. Wollt ihr wissen, was die besten Abende sind? Was sind die besten Abende? Mega Nugget auch übrigens, wenn du Zeit mit Menschen verbringst, die in Leiterschaft stehen. Die besten Abende werden aus meiner Sicht durch die besten Fragen ausgelöst. Derjenige, der die besten Fragen stellt, löst den besten Abend aus. Es ist nicht in der Regel der beste Input, sondern es sind die besten Fragen, die am meisten aus den Menschen hochholen. Hey, wenn ich mit Alessio verbringe, ich habe bei mir auf meinem Smartphone immer wieder so eine Notiz-App, Zettel drauf, wo ich mir immer wieder in meinem Arbeitsalltag denke, in der Zeit mit meiner Family, boah, da würde mich interessieren, was denkt Alessio drüber? Also was mache ich? Eintippen. Warum? Weil ich die besten Fragen mitbringen will und weil ich wissen will, was denkt er darüber? Was denken die Menschen aus meiner Small Group darüber? Und ich will mich darüber austauschen. Ich will eine andere Ansicht hören. Ich will mein Denken erweitern. Ich will Jesus mehr in mein Leben holen. Bereite Fragen vor. Wenn du in deinem Alltag bist und du merkst, du hast Struggles, Dinge, die dich herausfordern, nimm diese Dinge mit und stell sie in die Small Group als Frage. Hey, wie geht ihr damit um? Ich habe damit und damit Probleme. Wie macht ihr das? Und wenn ihr die Möglichkeit habt, also wirklich mit Leuten Zeit zu verbringen, die in Leiterschaft weiter sind oder wo geistlich reif sind, was ich sehr oft beobachte, ist, dass es dann immer Smalltalk gibt. Ja, mega witzig, alles sympathisch, gut. Aber was mega schön ist, ist, wenn jemand kommt und Fragen mitgebracht hat, Herzensfragen, und diese stellen kann. Und das führt dann zu einem tiefen, guten Gespräch. Und das führt zu einer tiefen, guten Small-Group-Zeit. Das heißt, ohne dass du das Thema vorbereitest, kannst du zum Beispiel mal, also mal angenommen, ich weiß nicht, wie ihr eure Small-Group gestaltet, aber wenn ihr jemanden habt, der ein Thema vorbereitet, ja, dann ruft den doch mal an, fragt den, hey, worum geht's? Und bereite richtig gute Fragen zu diesem Thema vor. Und auf einmal kannst du leiten, ohne Input zu geben. Auf einmal gestaltest du den ganzen Abend mit, den ganzen Rahmen mit und es gibt Tiefgang. Und ehrlich, ich bin bei mir in der Small Group auch nicht der prägende Punkt. Ich bin nicht der prägende Punkt, von dem aus der geistliche Input ausgeht, sondern ich bin mehr wie ein Teilnehmer als derjenige, der den Abend gestaltet. Dann habe ich für mich entschieden zu sagen, ja gut, wenn ich nicht diesen gestaltenden Part habe, ja dann will ich wenigstens ab und zu mal was mitbringen.
ab und zu mal eine Extrameile gehen, ein richtig gutes Bier mitbringen, die besten Chips-Tüten, die teuersten, die ich finden kann, die will ich mitbringen. Einfach mal, dass wenn die Jungs quasi kommen, dass die reinlaufen und sagen, boah, Hammer, ja, ich fühle mich willkommen. Eine kleine Geste, die aber zeigt, ich bin Teil von dieser Gruppe und ich will, dass diese Gruppe davon profitiert, dass ich Teil davon bin. Letztendlich geht es darum, entscheide dich, die Menschen zu lieben, die in deiner Small Group sind. Entscheide dich dafür. Und dann trifft die Entscheidung und sagen, wie kann ich das zum Ausdruck bringen? Hey, ich bereite Fragen vor, ich kaufe Chipstüten, ich kaufe auch mal ein Bier, was kannst du tun? Ich nehme diese Menschen mit auf meine Gebetsliste, ich rufe mal zwischendurch an, hey, wie geht's dir? Oder wir haben über das und das Thema gesprochen. Ich wollte mal fragen, was hat sich seitdem bei dir verändert? Liebe die Menschen, mit denen du läufst. Liebe sie. Und es macht so einen Unterschied. Es gibt deinem Leben so eine Qualität. Und es gibt deiner Small Group so eine Qualität. Und wenn du merkst, dass die Small Group bei dir ausgelutscht ist oder dass du das Gefühl hast, es ist nur so ein regelmäßiges Treffen, dann sei du derjenige, der sagt, ich mache hier drinnen einen Unterschied. Ich treibe das Ding voran. Und ich kann dir sagen, du baust Kultur und ziehst andere Menschen mit. So, jetzt möchte ich nochmal mein Rücksäckchen holen, den ich mir von geklaut habe. Ja, eigentlich, ja, mega gut. Genau, und jetzt hole ich die zwei Sachen wieder hervor. Was habe ich reingepackt? Das eine quasi, dass du dein Potenzial entfalten kannst, dass du dein, wie dieser Investor oder der Pastor jetzt aus Philipps Predigt, die intelligent mit ihren Gaben umgehen, dass du zum einen andere Menschen brauchst, die dich schleifen und zum anderen, dass du Menschen brauchst, in die du investieren kannst, wo du ergänzen kannst mit deiner Persönlichkeit. In diese zwei Punkte will ich nochmal ganz kurz reingehen. Mit der allerersten Frage, mach dir mal bitte ganz kurz Gedanken, was sind die Menschen, die dir am nächsten im Leben stehen? Denk mal ganz kurz nach, einmal mal kurz sortieren, deine Freunde, Familie, wer auch immer, sortier mal ganz kurz. Und jetzt stell dir die Frage, welche Ziele verfolgen diese Menschen und welche Werte leben diese Menschen? Jetzt nehmen wir nochmal mein Bild vom Eingang. Jetzt nimm dir den Investor, stell dir vor, den Investor jetzt aus Philipps Predigt, der unglaublich reich ist, der intelligent ist, gut investiert. Und stell dir mal vor, du fährst immer auf dem Weg zur Arbeit, am Bahnhof vorbei, 14 Uhr, und du siehst unter all den Menschen, die da quasi ihr Bierchen trinken, einen Mann mit einem Anzug, 6.500 € Anzug, frisch in Venedig gekauft, ich weiß auch nicht, wer sich so ein Zeug gönnt. Und du siehst den und du triffst den jeden Tag um 14 Uhr fährst du da vorbei, du guckst oben aus dem Büro raus, was weiß ich, und du siehst, dass der Investor da unten steht und ein Bierchen mitkippt. Mit seinem teuren Anzug für 6.500 €. Du merkst, das passt doch irgendwie nicht. Das Bild passt überhaupt nicht in den Kopf, dass jetzt jemand mit einem so abartig teuren Anzug dorthin geht und sagt, da verbringe ich meine Zeit mit. Mit diesen Menschen umgebe ich mich, mit diesem Denken umgebe ich mich. Wie lange würde es dauern, bis dieser Investor seinen Erfolg verlieren würde? Warum? Weil er füllt sich mit Denken. Wenn du dich mit Denken füllst, was passiert? Das geht über ins Handeln. Und das bedeutet, wenn ein Investor das machen würde, würde er aus meiner Sicht, wäre es einfach nur eine Frage der Zeit, irgendwann mal würde er seinen Erfolg verlieren. Ein Mensch, der erfolgreich ist, ergibt sich oder umgibt sich in der Regel mit erfolgreichen Menschen. Und die Frage, die ich dir stellen mal oder jetzt an dich stellen will, ist, jetzt hast du die Menschen in deinem Umfeld. Nehmen wir mal ganz kurz den Glauben außen vor. Lassen wir den Glauben einfach mal kurz hier liegen. Wohin willst du in deinem Leben? Willst du sportlich sein? Willst du erfolgreich sein? Willst du reich sein? Nehmen wir den Glauben rein. Willst du Jesus in deinem Leben? Also nehmen wir mal all diese Baustellen. Und jetzt hast du die Menschen, die in deinem Umfeld sind, in deinem Leben sind. Wenn du Lebensfragen hast, wirst du automatisch zu den Menschen gehen, die dir am nächsten stehen. Und jetzt nehmen wir nochmal das Bild. Stell dir vor, du hast einen guten Freund, der geht dreimal die Woche zu McDonald's essen. Und jetzt sagst du, ich will sportlich sein, ich will gesundlich sein, ich will fit sein. Ja, und du gehst mit dem und redest mit ihm über Ernährung. Was wirst du kriegen? Ist jetzt bewusst plastisch überzogen, aber es ist faktisch gesehen ganz oft das, was wir machen. Warum? Weil wir nicht bereit sind, uns manchmal von Dingen zu trennen. Oder es ist nicht unbedingt so nur ein Trennen, es ist einfach zu sagen, ich stelle meine Frage auch an jemand anderen. Ich suche mir einen neuen Menschen, an den ich meine Frage stelle. Und ich hatte eine Phase in meinem Leben, wo ich sehr gute Freunde hatte, deren Denken aber nur ums Feiern ging. Da habe ich mit denen Zeit verbracht, die Zeit ging ums Feiern. Wo haben sie ihr Geld hin investiert? Wohin wohl? In Alkohol.
alles ging darum, die Gespräche gingen darum. Und in der Begegnung mit Jesus, die ich eingangs geschildert habe, wo ich gesagt habe, hey, wie erlebst du Jesus, habe ich gemerkt, ich habe einen Hunger nach was anderem. Und ich muss meine Lebensfragen an neue Menschen richten. Menschen, die weiter sind in diesen Lebensbereichen als ich. Kann ja sein, dass der Magus-Mensch mit dreimal McDonald's die Woche ein erfolgreicher Investor ist. Ja gut, dann kann ich zu dem gehen und ihm Fragen zum Thema Investment stellen. Da kriege ich gute Antworten. Zum Essen nicht, zum Investment schon. Der Kern ist allerdings für mich der, welche Werte leben die Menschen, die nah um dich herum sind? Sie werden dich prägen. Und jetzt hast du Lebensziele, du willst irgendwo hin im Leben. Egal was es ist, ob es Reichtum ist, ob es Sport ist, ob es Jesus ist. Wenn du dich nicht mit Menschen umgibst, die Jesus zum Zentrum haben, denn, und du stellst Menschen Fragen über Jesus, die Jesus gar nicht kennen, was werden die Menschen machen? Wie wollen sie dir eine Antwort geben über etwas, was sie nicht kennen? Du brauchst Menschen in deinem Umfeld, die dir auf diese Fragen Antworten geben können. Ohne Small Group bist du verloren in diesem Punkt. Ich weiß nicht, wie du dein Glaubensleben hungrig halten willst, wenn du nicht diese Menschen in deinem Umfeld hast. Das ist das, Menschen schleifen dich. Also dieser erste Punkt. Der zweite Punkt, du mit deinen Talenten hast die Möglichkeit, dich in andere Persönlichkeiten zu investieren. Und jetzt willst du die ganze Zeit, mal angenommen, du willst sportlich sein, du willst die ganze Zeit in Richtung Sport. Aber du merkst, dass die andere Person, McDonald's essender Mensch, sich nicht für Sport interessiert. Ich will nicht Sport. Und du redest die ganze Zeit drüber. Du kannst dein Talent in diesem Bereich nicht ausleben. Wenn du Jesus-Hunger hast in dir und der andere hat keinen Bock auf Jesus, ja dann, wie willst du dich mit ihm über tiefgehende Themen in diesem Bereich austauschen? Du brauchst Menschen, die die gleichen Ziele, die gleichen Werte haben wie du, die gleiche Ausrichtung. Und dann passiert etwas Wunderschönes, du gehst einen gemeinsamen Weg. Und Jesus hat sich hingestellt und hat sich 12 Menschen bewusst ausgesucht. Das ist nicht nur Zufall, die Beziehungen fallen zu. Nein, er hat sich bewusst 12 Menschen ausgesucht. Und es tut manchmal weh, zu sagen, dem einen oder anderen Kamerad irgendwo aus dem Leben die Beziehung rauszunehmen, um Platz zu haben für jemanden Neuen. Und Jesus ist hingegangen und hat gesagt, hey, die 12, that's it, das sind meine 12. Und mit denen hat er sich umgeben, mit denen hat er Freundschaft gebaut, mit denen hat er Beziehungen gebaut. Und damit hat er die Welt verändert. Schaut, wo wir heute sitzen. Er hat mit seiner Small Group, seinen 12 Jungs, hat er das hier ins Leben gerufen, wo wir heute hier stehen. Und egal welcher Persönlichkeitstyp du bist, ob du jetzt ein Petrus bist, proaggressiv nach vorne, dem oft, glaube ich, das leichter fällt zu sagen, ja, ich gehe in eine Small Group rein. Warum? Weil man eh schon im Leben dazu neigt, die Dinge aggressiv anzugehen. Oder aber du bist vielleicht eher wie eine Eva, wie ein Johannes. Emotionaler Mensch. Dir fällt schwer, manchmal so eine Entscheidung zu treffen. Manchmal Dinge vielleicht auch abzuschneiden. Ich will dich ermutigen, wenn du das nicht tust, wenn du nicht bewusst eine Entscheidung triffst, zu sagen, ich will mich auf die Menschen ausrichten, wo ich merke, die bringen mir einen Mehrwert in mein Leben rein, die bringen mir auch Jesus in mein Leben rein. Wenn du es nicht tust, dann wirst du dich nicht entwickeln. Du brauchst Menschen in deinem Umfeld. Jeder von uns braucht andere Menschen. Keiner von uns ist perfekt, keiner ist vollkommen. Jeder braucht andere Menschen. Wir brauchen diese Ergänzung auch zwischen diesen Persönlichkeitstypen, zwischen diesen Charakteren. Okay, was kannst du jetzt mit meinem Input machen? 2 Entscheidungen treffen. Das eine ist, du bist in einer Small Group und du sagst, ich investiere mich in eine. Das zweite ist, du kannst sagen, hey, ich treffe die Entscheidung, ich gehe in eine Small Group. Ben, ich merke, das spricht mein Herz an, was du sagst, ich gehe in eine Small Group. Dann setz diese Entscheidung jetzt in eine Tat um. Hey, so schön, dass du dabei warst. Wenn es dir gefallen hat, dann lass uns doch gerne ein Like da, abonnier den Kanal und aktivier die Glocke, damit du kein Video mehr verpasst. Hier findest du alle unsere Locations, wo wir sonntags Gottesdienste feiern, wo du dabei sein kannst. Hier findest du alle Zahlungsmöglichkeiten, wenn du uns finanziell unterstützen möchtest. PayPal oder andere Zahlungsmittel findest du unten in der Videobeschreibung. Wenn du neu hier bist oder dein Leben Jesus gegeben hast, würden wir es lieben, davon zu erfahren. Tritt doch mit uns in Kontakt, füll das Kontaktformular aus und wir helfen dir in deinem nächsten Schritt. Wenn du schon länger dabei bist, dann würden wir es lieben, deine Story zu hören. Teile sie doch gerne mit uns und wir feiern es gemeinsam. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.